Erkennen Sie sofort, oder? Kräuterkühne. Ist zwar kein Familienbetrieb mehr, aber einer, bei dem sehr viele Familien seit Generationen einkaufen. Chinaöl zum Beispiel ist so ein Kühne-Klassiker. Dieses kleine Fläschchen, das einem sofort die Tränen in die Augen treibt, wenn man es aufmacht. Und wo wir es gerade von Tränen haben, obwohl die Kräuterkühne-Läden wirklich gut besucht sind und obwohl das Konzept grüne Medizin noch dazu hier vor Ort angebaut eigentlich ja voll angesagt ist, wird Kühne bald dicht machen. Kräuterkühne gibt es in fast ganz Berlin. In Steglitz und Charlottenburg, in Friedrichshain und Pankow. Überall liegt das Gute nah. Und zwar im Schaufenster von Kräuterkühne. Es ist nur so registriert, dass es eben hier offensichtlich ein bisschen mehr mit Natur gibt. Halt, ne? Das finden Sie gut? Ja, das finde ich ganz gut. Ne? Natürlich, traditionell, pflanzlich. Von A wie Alanwurzel bis Z wie Zitronenverbene bietet Kräuterkühne, was der Heilpflanzengarten hergibt. Topseller schon seit den 70er Jahren das Kianaöl, hilfreich bei Magen-Darm-Beschwerden genauso wie bei Kopf- und Muskelschmerzen. Bestimmte Dinge kriegt man woanders nicht. Und es war immer noch eine Kombination zwischen nicht in die Apotheke gehen. Man konnte sich so ein bisschen selber versorgen. Doch jetzt heißt es für Kräuterfans Obacht, Vorräte anlegen. Was haben Sie erstanden? 6 Kilo Flohsamen, Vorratshaltung, in Anbetracht der Tatsache, dass hier zugemacht wird. Denn Kräuterkühne wird geschlossen. Alle 10 Filialen machen am 30.09. dicht. Traurig, weil ich kenne es eigentlich von Kindheit an. Und ich finde es wirklich schade, dass alle Fachgeschäfte den Bach runtergehen. Warum wird ein so geschätztes Traditionsunternehmen geschlossen? Wir fragen in verschiedenen Filialen nach, doch offen möchte niemand darüber mit uns sprechen. Erst als wir Anonymität versichern, erfahren wir, auch die Mitarbeiter sahen das Ende nicht kommen, wurden Mitte Juni plötzlich mit der Schließung konfrontiert. Am 19. Juni sind wir alle zu einer Betriebsversammlung einberufen worden. Und da hieß es dann sehr deutlich und überraschend, zum 30. September ist Schluss für alle. Die Verkäuferinnen bangen um ihre Abfindung. Darum will sich niemand äußern. Einen Betriebsrat gibt es nicht, also auch keinen Widerstand. In der Berliner Zentrale ist niemand für uns zu sprechen. Antwort bekommen wir schließlich schriftlich aus München vom Unternehmen Dermapharm. Der börsennotierte Pharmakonzern mit eigenen Produktionsstätten wie etwa hier in Sachsen hat Kräuterkühne vor 2 Jahren gekauft. Dermapharm produziert Arzneimittel und kosmetische Produkte. Nach Auskunft des Konzerns hätte die Kräuterkonkurrenz aus Berlin mit der heutigen Vertriebsstruktur keine Zukunft. Zitat: Diese Produkte haben am Markt nicht die richtige Akzeptanz gefunden. Einige Verkaufsschlager soll es aber offenbar weiter geben. Wir wollen uns mit dem eigenen Vertrieb auf die Vermarktung der erfolgreichen Produkte konzentrieren. 50 Jahre zufriedene Kunden und die Akzeptanz reicht nicht aus? Für jahrelange Stammkunden kaum vorstellbar. Traurig, ist uns ganz neu. Ist schade, ist ein großer Verlust. Denn auch in Zukunft wird nicht jeder ein Pharmaprodukt wollen, wenn er mal ein Heilkraut braucht.